hatte schon immer ein Gefühl dafür, dass Energie wertvoll ist. Schon als Kind habe ich das Licht ausgeschaltet, wenn andere das vergessen haben. Das war sicher manchmal nervig, aber es war mir eben wichtig. Und das ist es heute noch. Ich forsche in meiner Promotion an energieeffizienteren Methoden zur Metallherstellung. Wir suchen hier ganz neue Wege, die mit viel weniger Energie auskommen als aktuelle Prozesse. Das ist natürlich ein langfristiges Projekt, das dann aber, wenn es funktioniert, einen riesigen Effekt hat. Kurzfristig können wir mit kleineren Maßnahmen unseren Energiebedarf senken. Und zwar durch die einfache Regel: ausschalten, was nicht gebraucht wird. Und auch beim alltäglichen Experimentieren können wir durch das gemeinsame Erhitzen von Reaktionsgefäßen in einem Ölbad unnötige Wärmeverluste minimieren. Wir am Vodafone-Stiftungslehrstuhl hier an der TU Dresden forschen daran, die Elektronik energieeffizienter zu machen und dabei dieselbe Funktionalität zu liefern. Normalerweise wollen wir die Datenraten erhöhen. Wenn Sie also die 10-fache Datenrate haben wollen, brauchen Sie auch 10-mal so viel Energie. Und wie können wir also 10-fache Datenrate hinbekommen und trotzdem die Energie gleich lassen? Das ist das Ziel. Das Dezernat Gebäudemanagement unterstützt eine Vielzahl an Projekten zur Energieeinsparung in den Gebäuden der TU Dresden. Ein Beispiel ist das Projekt, wo wir also die Abwärme aus dem Hochleistungsrechner noch intensiver nutzen wollen. Wir machen das Monitoring der Energieverbräuche und mit diesen gebildeten Kennzahlen können wir dann Energieeinsparpotenziale erkennen und dann unsere Anlage optimieren. Im Projekt Camper Move gibt es das mobile Messset. Das kann ausgeliehen werden, um die thermische Behaglichkeit in Büroräumen zu messen und die Energieverbräuche weiterer elektrischen Geräte. Diese Daten werden dann der jeweiligen Professur zur Verfügung gestellt, um anhand dieser Daten die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, gewisse Energieverbräuche zu senken. Wir sind hier eine Versuchsstandseinrichtung, bei der wir thermische Behaglichkeitsanalysen machen. Unsere Forschungen haben gezeigt, dass die optimale operative Raumtemperatur zwischen 21,5 und 22,5 Grad Celsius ist. Man muss das Ganze aber zusammenfassen und auch wichten hinsichtlich der Energieeinsparung, die notwendig ist, die auch geboten ist. Die Raumtemperaturen lassen sich wirkungsvoll begrenzen. Das heißt, ich habe einen direkten Bezug zu den Raumtemperaturen. Ich kann auf 19 Grad regeln. Das führt zu Energieeinsparungen, die wir entsprechend quantifizieren können. Wir sehen, dass die Energieeinsparungen relativ groß sind, sodass wir sagen können, es lohnt sich. Aktuell führen wir sehr, sehr stark Untersuchungen im Bereich der zonalen klimatischen Verhältnisse durch. Hier geht es darum, dass um den Menschen Heiz- und Kühlflächen lokal positioniert werden und man nicht mehr den gesamten Raum beheizen oder kühlen muss. Mich motiviert an der Universität oder im universitären Umfeld genau diese Dinge auszuprobieren, weil die Universität Sichtbarkeit erzeugt. Das heißt, das, was wir hier ausprobieren, wird wahrgenommen.